Hallo VR-Gamer, ich bin DeLorean787 und ich darf euch heute die Pre-Demo von Arc 8 zeigen. Arc 8 oder Arcade, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier ein cooles Spiel. Ich bin zurzeit auf dem Discord-Channel von den Entwicklern. Hier könnt ihr euch schon die Pre-Demo besorgen bzw. herunterladen und das einfach mal ausprobieren. Ansonsten kommt die Demo am 25. Mai auf Steam. Und im Oktober dieses Jahr kommt die Vollversion raus. Jo Leute, wir schnappen uns hier mal die Lightgun und starten mal hier das Tutorial. Den Link zum Discord-Channel werdet ihr in der Beschreibung von dem Video finden. Arc 8. Schaut auf jeden Fall total cool aus. Auch der Grafikstil gefällt mir richtig gut. So, dann machen wir mal das Tutorial hier. Bla 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 bla. Ich lese euch das jetzt nicht alles vor. Ihr könnt das selber lesen. Mein Job ist einfach. So, dann laden wir hier unsere Pistole. Schaut sehr cool aus. Wir haben hier unsere Lebensanzeige und Bullet Time. So, was müssen wir machen? Grab and rotate your... Ah ja, genau. Wenn wir hier jetzt den Grip-Button länger gedrückt halten, dann können wir hier einfach, indem wir dann unseren Arm drehen, die Waffe wechseln. Die müssen wir dann natürlich wieder laden. Sehr cool gemacht, das System hier. Get this one... genau, on the fly or lose it. Wir müssen das jetzt quasi direkt einsammeln. Sehr cool. Die hat richtig Power, die Waffe. Okay, das war das Tutorial. Level cleared. Total Kill 5. Jo Leute, dann schauen wir uns jetzt auch den Demo-Level noch an. So, da sind wir schon. Los geht's. Headshot würde das Ganze natürlich abkürzen und sind die Typen direkt tot. Jawoll. Nachladen. Waffe wechseln. So, sehr cool. Yeah, Machine Gun, Mann. Hier gibt es auch immer so Fässer. Den schaue ich mir mal an. Bam! Jawohl. Sehr cool. Das Waffewechseln ist wirklich gut gemacht. Taugt mir. Oh oh, oh oh, oh oh. Was haben wir denn noch für eine? Gar keine mehr. Leben. Ja, ein Kugelhagel-Hell vom Allerfeinsten. Wir halten aber auch ein bisschen was aus, weil wir haben genug Leben hier. Ein paar Mal darf man hier schon reinlaufen in die Kugeln. Gleich wieder wechseln. Was hat mich jetzt da getroffen? Drohne da oben. Magazin wechseln. Und der greift ja immer mit dieses Teil hier an, die Gegner. Das heißt, wir müssen da schauen, dass das nicht zu oft getroffen wird. Opa! Jawohl, Machine Gun. Bam. Stirb. Schon wieder leer. Wie viel Leben haben wir noch? 85. Oh, jawohl. Sehr gut.
Wow. Jawohl. Weiter geht's hier. Oh, oh, es sind aber viele gerade hier. Oh, 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 oh. Schnell nachladen. Jawohl. Das gefährliche Teil ist weg. Bisschen Energie. Jawohl, wieder voll. Da kommt eine Waffe. Oh, habe ich die erwischt? Nein, habe ich nicht erwischt. War so klar. Gar nicht so einfach. Da muss man echt schnell reagieren. So, wir können hier auch wieder ein bisschen Zeit ansammeln. Dann haben wir nicht ganz so viel Zeitdruck, wenn die Wand hinten kommt. Oh, voll neig laufen. Hinten ist noch einer. Jawohl. So. Gleich nochmal nachladen hier. Da oben die Drohne gibt den Typen hier ein Schutzschild. Oh! Vorsicht, Vorsicht! Ey, da ist auch noch einer versteckt. Wow! Schon wieder ein Kugelhagel hier von aller Feinsten. Laden. Da oben ist auch noch einer. Und wieder ein bisschen Leben. Oh, oh, ich bin schon fast tot. Aber ich habe gerade auch hier einen Machine Gun bekommen. Sehr cool. Schon wieder leer. Shotgun! Wo ist sie da? Boah, die ist fett. Oh, oh. Nein! Da ist er gestorben. Total Kill 66. Jo, Leute, wir gehen zurück ins Basement. Ich bin hier wirklich auf die Vollversion gespannt von diesem Game. Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ja, Leute, das soll schon gewesen sein hier von dem kleinen Eindruck von der Demo. Beziehungsweise Pre-Demo. Wahrscheinlich wird sich noch ein bisschen was ändern zum Start der normalen Demo auf Steam. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Bye!